Ich habe mich damals mal gefragt, wieso gibt es Menschen, die viel mehr erreichen als ich, obwohl wir alle doch auf der Erde jetzt, ne, 24 Stunden zur Verfügung haben. Und das Ding ist, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Zeitmanagement. Also seit der 8. Klasse mache ich mir täglich abends so Kalender, so Zeitblöcke planen, To-Do-Listen, Listen und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und das Ding ist, ich will komplett ehrlich zu euch sein, ne? Jetzt kommt das Witzige. Es gab nie, also damals, gab es nie, noch nie einen Tag, wo ich das auch wirklich durchgezogen habe. Also das Plan war immer perfekt so. Aber wenn es dazu kam, die Sachen auch auszuführen, Bruder, war ich tot. Also ihr könnt euch das so vorstellen. Ich habe meinen Tag von 5 Uhr morgens bis 22 Uhr abends, habe ich geplant. Aber ungefähr nach der Schule, also ungefähr so 15, 16, 17 Uhr, kam gar nichts mehr. Also meine Energie war einfach leer. Komplett. Obwohl ich mir Sachen davor noch so, obwohl ich noch so ins Gym gehen wollte und noch so andere Sachen machen wollte, tot, weg. Und es lag nicht daran, dass ich undiszipliniert war oder unmotiviert. Ich hatte einfach gar keine Energie. Das ist so, als würdest du versuchen, deinen Freund anzurufen, obwohl dein Handy leer ist. So, du kannst so lange versuchen, wie du möchtest, Bruder. Geht nicht. Und das Problem jetzt auch ist, dass ich damals, ich habe mir immer so Zeitmanagement-Videos angeguckt, aber es kam wirklich nie dazu, dass es zu einem so Energiemanagement-Video kam. Wirklich noch nie. Deswegen mache ich jetzt dieses Video. Ich sage euch komplett ehrlich, ich erinnere mich nicht daran. Und falls es so ein Video gibt, Digga, sorry. So. Ich fange erstmal mit deinem Beispiel an. Fußball wie immer, ne? Weil, ja, mehr kann ich auf jeden Fall nicht. Ihr müsst euch vorstellen, sagen wir mal, du bist Fußballer, okay? Und du hast sehr viel Energie. Sehr, sehr viel Energie. Aber du hast die Zeit nicht. Ja, Bruder, sorry, was bringt es dann? Also du versuchst dann so, bringt aber nichts. Auch andersherum. Sagen wir mal, du hast sehr viel Zeit, 90 Minuten, aber gar keine Energie. Weil deine Schlafqualität einfach Müll war, weil du dich schlecht ernährt hast, weil du einfach mental und physisch einfach Katastrophe, geht aber nicht. Das heißt, damit wir das meiste aus uns rausholen können, müssen wir Zeit und Energie ausbalancieren. Es muss eine Balance dazwischen sein. Wenn du dich nur auf die Zeit fokussierst, wie zum Beispiel Kalender machen, so Zeitblöcke und so weiter und so fort, muss es als Voraussetzung so gelten, dass deine Energie jeden Tag gleich ist, zur selben Zeit. Und das ist ehrlich gesagt sehr, sehr unrealistisch. Du willst mir sagen, dass du am Samstag genauso viel Energie hast wie am Montag? Meistens nicht, sag ich dir so, wie es ist. So, ne? Es ist sehr unrealistisch. Es ist aber auch so, sagen wir, du hast sehr viel Energie, aber du planst die Zeit nicht, dann hilft dir das nicht, weil du weißt nicht, wann du wo deine Energie reinpacken solltest. Ich sage euch einfach mal, was ich gemacht habe, damit ich das meiste aus mir raushole, sowohl aus der Zeit und auch aus der Energie. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir damals so eine Woche vorgenommen, mal meine Energie zu analysieren. Ganz einfach, hört sich richtig kompliziert an. Ich habe mir einen Daumen nach oben, Daumen nach unten und Daumen so in die Mitte, so morgens, mittags und abends, so von Montag bis Freitag, immer so aufgeschrieben, so Daumen nach oben, so ja, sehr viel Energie und Daumen nach unten, so scheiß Energie, so gar nichts und in Mitte ist so, ist okay. Und dann habe ich mir angeschaut, in welcher Zeile ich am meisten Daumen nach oben hatte. Es war bei mir ehrlich gesagt so morgens, mittags, so abends nicht so. So. Jetzt, wo ich das wusste, wusste ich, das sind meine Hochphasen. Also die Hochphasen sind die Phasen, wo meine Energie also sehr hoch ist. Ich habe sehr viel Energie, so wie deine Batterie, so ist auf 100% mäßig. Und in diese Hochphasen habe ich dann meine Prioritäten reingepackt, komplexe Problemaufgaben, wie zum Beispiel so lineare Algebra, Analysis früher oder Deutsch, Gedichtsanalysen und sowas. Ja, sowas, Digga. Und so, ja, halt sowas in der Art. Also so Sachen, die wirklich sehr viel Energie von mir benötigen. Und dann gibt es noch die Tiefphasen. Also ich habe da so Sachen gemacht, die so, sind so egal, so wisst ihr, also so, zum Beispiel so Jobcenter anrufen, weil die mich nerven, weil die denken, ich habe Abi abgebrochen. Oder zum Beispiel sowas wie, man übt für eine bestimmte Sache. Also einfach so Quatschsachen, die nicht wirklich Energie von dir benötigen. Ich habe dann bemerkt, ich habe viel, viel, viel mehr erreicht. Und ich habe meistens so drei Prioritäten. Bei mir persönlich ist es YouTube, auch wenn es nicht so aussieht. Also mein letztes Video kam vor 2 Wochen raus. Und dann habe ich noch zum Beispiel Fitness und dann noch Schule, ne, Uni. Und seitdem ist meine Produktivität gestiegen. Das Ding ist, okay, mit YouTube, ehrlich gesagt, läuft nicht so krass gerade, weil Uni ein bisschen nervt. Also was ich sagen möchte ist, plant eure Prioritäten nicht mit der Zeit, sondern mit der Energie. Das Ding ist, die Zeit, es gibt natürlich auch Sachen, die ihr nicht beeinflussen könnt. Zum Beispiel so, du kannst nicht zu deinem Lehrer sagen, ey, ich habe richtig krass Energie, so um 7 Uhr morgens, ich komme 7 Uhr morgens zur Schule, ich komme nicht um 8. Ja, das kannst du nicht sagen, ne? Das geht einfach nicht. Deswegen, du planst einfach die Sachen, die du, also deine Prioritäten einfach da rein, wo deine Hochphasen sind. Das heißt, wenn deine Hochphase for real jetzt um 6 Uhr bis von mir aus 7.30 Uhr ist oder so, du hast das Gefühl, das ist so ein Gefühl, das man hat, dann würde ich da schon meine Hausaufgaben machen. Das hört sich komisch an, aber ich habe damals, und das ist, ich empfehle das niemandem, ne? Aber ich habe damals für meine Klausuren gelernt um 5 Uhr morgens.
um 4.30 Uhr, 5 Uhr morgens bis zu 6.30 Uhr habe ich so für meine Klausuren gelernt. Und dann den restlichen Tag war so Fitness. Sorry, aber am Fitness muss ich mich nicht wirklich krass fokussieren, also so konzentrieren. Und so. Das ist jetzt keine Aufgabe, wo ich mich wirklich anstrengen muss. Also körperlich schon, aber nicht so mental. Ich muss da nicht so wirklich nachdenken. Also zusammengefasst, Zeitmanagement ist nicht schlecht. Es ist aber nur der erste Schritt. Deswegen erstmal Zeitmanagen, dann Energiemanagen und dann Tagesplan natürlich anpassen. Ne? Also wenn du deinen Tag geplant hast, also mit der Zeit, dann deine Hochphasen und Tiefphasen reinpacken, dann deine Prioritäten auswählen und dann durchziehen. Und du kannst natürlich immer anpassen, deine Energie ist nicht immer gleich. Dein Handy ist ja auch irgendwann mal, geht die Batterie mäßig kaputt. Und du musst halt ein neues Handy holen. Okay, das Beispiel war scheiße. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also immer anpassen, ne? Zeit, die du in dich selbst investierst, ist keine verschwendete Zeit.